Mit Steps and Times, der Auftaktpremiere seiner englischen Saison unter dem Motto Very British, präsentiert das Bayerische Staatsballett die mit modernem Raffinement aufgeladene Klassizität Frederick Ashtons und Kenneth Macmillans, der beiden wichtigsten englischen Choreografen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Der vierteilige Abend beginnt mit Scène de Ballet, einem frühen Gipfelwerk von Frederick Ashton, der mit der Musikalität, Eleganz und Klarheit seiner Stücke den Tanz des Royal Ballet in London prägte. The general idea that I think Sir Frederick Ashton had before he choreographed this ballet was that he was a very geometric design. I danced Scène de Ballet for the first time around 1971. I was one of the four men. The Ashton style and the choreography in this production of Scène de Ballet is incredibly Ashton. It's very classical, but it has a slight twist on it, as most Ashton choreography does. Very musical. For this period of time, on 1948, it's completely new style. It's quite short ballet, and for really impressive music of Stravinsky, it's very hard to listen this music and very hard to dance. You cannot hear melody. You always count. There is no phrases which is like 8, 8, 8, 8. You have to count always different, like 5, 6, 7, 9. Like there is always changes in the music. The ballet is purely abstract. There is no story whatsoever. There's no love affairs going on. There's nothing. It's just pure dance, but there's a hell of a lot of dancing in it. You just die. If you view it just once, you will not see the whole ballet because there's so much content in it. For me, it's new things of the port de bras. It's a little bit bigger profile what we have normally in the classical position, and remind me a little bit of Egyptian sometimes, that this profile, because we have like this and almost like Egyptian dancing like this. Now I saw the difference between Russian classical tradition and English. For example, Russian classical tradition is normal arms. English is higher. Nicht nur die Konzentration beim Zählen der Musik sowie der spezielle Ashton-Stil mit seiner schnellen Fußarbeit stellen an die Tänzer höchste Anforderungen. Sie müssen den abstrakten Tanz auch mit ihren Emotionen füllen, um ihm künstlerisch den Gehalt zu geben, der Ashton vorschwebte. Christopher Kai explained us everything. For example, you can come looking to the audience or you can come looking on to her, and you also can stay normal, just looking at her, or you can stay with the like tension, like going to her. It's in one position it could be five different feelings. For me it's like even challenge to check how you can dance very hard things and try to enjoy. Try to improve yourself, try to improve your technical steps. Hopefully it's a wonderful entertainment. I believe it is one of the greatest Ashton ballets that were ever created. Steps and Times besteht aus einem wichtigen Stück von Frederick Ashton und am Ende steht Lied von der Erde von Macmillan. Wir haben noch zwei Miniaturen oder kleinere Werke von Frederick Ashton ausgewählt, um zu zeigen, es ging ihm immer um einen Ausdruck. Ausdruck sowohl zu Johann Strauss, was mache ich, zur Musik von Johann Strauss, was mache ich in Gedenken an Isadora Duncan, hat Brahms gewählt. Dadurch ist es musikalisch eigentlich Brahms, Strauss und später dann Mahler, sozusagen, es bleibt in der österreichischen Familie.
Frederick Ashtons Hommage an Isadora Duncan von 1976 ermöglicht die Wiederbegegnung mit den Gefühlswelten einer Frau, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit der Kühnheit ihres erotischen Lebensentwurfs alle Formen und Konventionen sprengte. She wasn't forcing her opinions, she just was. In the first dance, you are remembering something very pleasant, and then that pleasant feeling goes away. And the second dance is questioning why can life not always be so beautiful. And the third dance, changing to happy, it's just invigorating. The fourth dance, I tend to see it a little bit more like one of those Greek goddesses, sort of above, looking down on earth, making everything happen. I think that's a quality, that's an inspiration that Isadora had. She was very inspired by the Greek goddesses. The fifth dance was choreographed as a homage to Isadora Duncan. Frederick Ashton had seen her dance as a young boy, and it was just choreographed from his memory. He wanted to relive his memory of Isadora. Der englischen Exzentrizität huldigend, lässt es Sir Frederick in seinem walzerseligen Pas de Deux, den er 1977 als Gala-Einlage für eine Fledermaus in Covent Garden choreografierte, von wirbelnden Pirouetten, rasanter Fußschnelligkeit und spektakulären Hebungen nur so blitzen. Für uns die Herausforderung war und ist immer noch bei dieser Schnelligkeit, das so aussehen zu lassen, als ob ich das ganz leicht wäre. Armer Lukas, das ist das, was ich empfinde, weil ich dort immer schwebe und der... Die Musik ist so leicht und so fröhlich, dass man vergisst, dass man irgendwas hatte, Sorgen, Schmerzen oder vielleicht schlechte Laune. Also die Musik verleitet einen, einfach rumzuspringen. Es ist ein gute Laune-Stück. Es kommen noch mehrere britische Choreografen auf die Bühne, damit wir etwas von dem britischen Stil kennenlernen und vielleicht zu Ende der Spielzeit dann sich vielleicht Gedanken zu machen, was ist es? Very British. Gustav Mahlers musikalisches Gipfelwerk inspirierte Kenneth MacMillan zu einem Ballett, das die abgründige emotionale Tiefe der Musik, den dramatischen Gestus der dem Werk zugrunde liegenden altchinesischen Gedichte und die formale Strenge der Komposition genial umsetzt. Well, I've been associated with the ballet since 1965. Kenneth MacMillan originally wanted to do the piece for the Royal Ballet in London, but the board considered it not good to write a ballet to such a wonderful special piece. So he was invited by John Cranko, who was director of Stuttgart, to do it there. And I was lucky enough to be invited as a guest artist. Heimgekehrt zum Royal Ballet, berichtete Donald McLeary von MacMillans Erfolg in Stuttgart und trug so dazu bei,
dass Sir Kenneth sein Lied von der Erde 6 Monate später auch in London realisieren konnte. The 6 songs are all very different. They each have a story. The 3rd song is rather playful and jolly, so there are different moods. Kenneth never actually explained how he was inspired by the poems. He just showed us the movement. Mussten die Tänzer also die Bedeutung des Tanzes selbst erschließen, nur aus dem Gefühl der Bewegung? Absolutely, and you can see it especially in the 4th song. It's very Chinese, the hands are never classical, and the movement is very oriental. So he did it with the movement. The 5th song, 4 drunk men, instigated by death, who's making them more and more drunk. The 6th song is like a complete song on its own. The piece is called Farewell. So it is their farewell. They're not going to see each other again. Wenn die 60 Minuten von einem choreografischen Juwel auf der Bühne leben, dann ist das, glaube ich, für jeden einzelnen Zuschauer seine eigene Reise. Und dazu wünsche ich ihm einen schönen Abend.